Honigfalle für Honigtau. Armer kleiner Honigtau. Sein Fischzug verläuft anscheinend nicht so ganz nach Plan. Und seine Mutter lässt ihn dabei nicht aus den Augen. Als würde sie ihm nachspionieren. Na komm, kleiner Donner, muntern wir den kleinen Pechangler mal auf. Hallo, Honigtau. Übst du da Fische fangen? Ja, Kari. Und wie sieht's aus? Wird's was? Ihr werdet sehen, es gibt einen Festschmaus. Wieso ist denn deine Mutter nicht bei dir? Die kann doch so toll Fische fangen. Und wenn sie dir hilft, entwischt dir keiner. Ach, meine Mutter, die habe ich verlassen. Wie verlassen? Mir reicht's, ständig dieses Geknuddel. Ich bin jetzt groß und da brauche ich keine Hilfe mehr. Ich komme schon allein zurecht. Also, wenn du ihm nicht hilfst, wird Honigtau heute noch ganz schön Hunger kriegen. Den ganzen Tag schleppt sie was zu essen für mich an. Sie behandelt mich, als ob ich noch ein Baby wäre. Es wird Zeit, dass ich auf meinen eigenen Tatzen stehe. Die Zeit ist reif. Ich habe meinen Mut zusammengenommen und bin einfach alleine losgezogen. Du kannst sie gerne fragen, Yakari. Sie war einverstanden und macht sich keine Sorgen. Alles kein Problem. Alles kein Problem? Schon wieder entwischt. Ich hab einen Honigtau. Hier, fang, den hast du dir verdient. Bleib gefälligst hier. Nanu, wie ist denn das passiert? Mein schöner Fisch. Das ist ja ein Pfeilhonigtau. Ein Jäger also. Hier am Ufer haben wir überhaupt keine Deckung. Schnell weg. Den Fisch bringe ich lieber schnell in Sicherheit. Ich habe ihn verfehlt. Kleiner Falke wird bestimmt niemals ein so guter Jäger werden wie du. Lass dich nicht entmutigen. Du musst noch sehr viel lernen, aber das wirst du sicher auch. Wir fangen ganz einfach an. Komm, wir folgen dem kleinen, schwachen Bärenjungen. Seine Höhle muss ganz in der Nähe sein. Das wird eine leichte Beute für dich, kleiner Falke. Solange sich Jäger hier rumtreiben, bist du in großer Gefahr, Honigtau. Du musst wieder zu deiner Mutter zurückgehen. Sei nicht dumm. Ich hab doch so eine schöne neue Höhle. Und auch eine Freundin, die mir hilft. Die passt nachts auf mich auf, denn tagsüber schläft. Wenn mein neuer Nachbar mich auch schlafen lässt, heißt das. Der Kleine da macht einen Riesenkrach. Sieh mal, das da ist mein Freund Yakari. Er kann mit allen Tieren sprechen. Ah, guten Tag, Yakari. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Wie heißt du denn? Ich habe keinen Namen. Ja, ich weiß einen. Die, die ihr Herz im Gesicht trägt. Der ist aber ziemlich lang, oder? So ein hübscher Name, den nehme ich. So ein hübscher Name. Guten Tag allerseits. Ich werde noch ein bisschen schlafen. Ja gut, bis später. Die ist nett, was, Yakari? Die ist nett? Das ist vielleicht dieser Jäger. Ach wo, das war bestimmt meine Mutter. Sie folgt mir. Ich kann sie gut hören. Wenn's wo kracht, ist es meine Mama. Seit ich mich mit der Schleiereule angefreundet habe, brauche ich niemand mehr in meiner Nähe. Sei vorsichtig, Honigtau. Der Jäger könnte dich hier hören. Hast du gesehen, wie geschickt die Eule ist, Yakari? Genau das Gegenteil von meiner Mama. Sie trampelt nämlich nicht alles platt. Sie ist kaum zu hören. Meine neue Freundin bewegt sich leicht wie eine Feder. Oh, was denkt er sich? Meinetwegen. Dann sieh nur zu, wie du allein zurechtkommst, wenn das so ist.
du gehört? Ich werde es nie schaffen. Unsinn, du wirst das Bärenjunge erlegen, kleiner Falke. Ich sag doch, sie spioniert mir nach. Er will es alleine schaffen. Recht hat er. Einmischen darf ich mich da wirklich nicht. Ich werde ihm nicht hinterherlaufen. Mich interessiert's überhaupt nicht. Ich wusste doch, dass hier irgendwo ein Bienenstock mit richtig gutem Honig ist. Bist du auch ganz sicher, dass Bären das so machen? Klar, Yakari. Das kannst du mir glauben. Denn eins steht fest. Wenn's um Honig suchen geht, bin ich der Größte. Du willst mir aber nicht so hinterherlaufen wie meine Mutter, oder? Willst du auch Honig haben, Yakari? Honigtau! Du kannst ja richtig gut fliegen. Jäger, ich wusste es. Die kommen so schnell nicht wieder. Wir müssen dem Bärenjungen eine Falle stellen. Ja, nur wie? Das ist aber lecker. Das ist das erste Mal, dass ich Freunde zu mir zum Essen einladen kann. Der Junge. Solange der bei dem Bärenjungen ist, können wir gar nichts unternehmen. Der stört. Ich wüsste, wie wir das ändern. Wir graben eine Grube und locken den Bären da hinein. Und zu der Grube legen wir eine Spur aus Honig. Dem Geruch kann er nicht widerstehen. Fertig. Und jetzt legst du eine Spur aus Honig bis zu seiner Höhle. Ah, heute Abend ist ja Kari bei dir. Dann nutze ich mal die Gelegenheit zum Jagen. Vielleicht sind die Jäger doch wieder zurückgekommen. Wir sehen nach, kleiner Donner. Wenn sie es wirklich sind, werde ich mit ihnen reden. Jetzt bist du da. Geht klar. Da sind sie. Sie trennen sich. Was machen wir, kleiner Donner? Gut, dann dem hinterher. Jetzt bin ich wirklich das allererste Mal ganz allein. Endlich. Ich werde noch mal ein bisschen aufräumen. Und dann könnte ich auch eigentlich langsam schlafen gehen. Es wäre schön, wenn meine Mama auch hier wäre. Er muss ja solche Angst ohne mich haben. Ich gehe zu ihm. Nein, ich lasse es bleiben. Nein, nein, ich darf mich nicht aufregen. Yakari ist ja noch da. Wie? Wo kommt denn dieser Geruch her? Das ist doch Honig. Der Honigduft kommt von da. Und wo Honig ist, ist meine Mutter nicht weit. Oh. Hilfe! Na bitte, ich habe ihn also endlich gefangen. Das Bärenjunge gehört mir. Ich habe es geschafft. Endlich mache ich großes Stachelschwein stolz. Na? Zu meiner Mama. Yakari, du musst schnell kommen. Honigtau ist in eine Grube gefallen. Los, schneller, kleiner Donner. Ich führe euch. Aua. Schneller, Yakari, du musst dich beeilen. Ganz schön schwer. So ist das, wenn man zu viel Honig futtert. Such seine Mutter! Schluss jetzt! Lasst ihn in Ruhe! Wieso? Seit wann dürfen denn kleine Kinder Jägern die Beute klauen? Er ist noch ganz klein. Seit wann vergreifen sich große Jäger an Bärenjungen? Seid ihr etwa zu schwach für Beute in eurer Größe?
Wir sind nur zu zweit und suchen für den ganzen Stamm Nahrung. Wenn ihr den Kleinen da freilasst, dann zeige ich euch Beute an, der viel mehr dran ist als an diesem kleinen Bären. Ach, wirklich? Und wo soll die sein? Da ist sie ja. Mama! So. Also mir macht sie auch ganz schön Angst. Mama! Kennst du eigentlich schon meine Mama? Sie ist super stark. Allerdings. Ich habe so ein Glück, so eine Mama zu haben. Meine Beschützerin. Dankeschön. Ich danke dir, dass du so gut auf meinen Sohn aufgepasst hast. Drück ja nicht so doll zu, Mama. Oh, ja, bitte entschuldige. Das wollte ich nicht. Wo ist denn Yakari? Bei ihm wollte ich mich auch bedanken. Jetzt, wo er seine Mutter wieder hat, wird Honigtau sicher nichts mehr passieren. Wollen wir nicht auf Wiedersehen sagen? Lassen wir die beiden lieber allein. Na, und um ganz ehrlich zu sein, kleiner Donner, ich habe Angst vor der Umarmung.